Kalt duschen hat mein Leben verändert. Seitdem ich das mache, habe ich viel bessere Noten in der Uni. Ich habe den Abschluss im Bachelor of Science. Dazu habe ich noch geschafft, in der Zeit eine Followerschaft bei Instagram von 10.000 Followern aufzubauen. Meine Leistungen im Sport sind viel besser geworden. Ich bin viel fokussierter und ich bin noch extrem stressresistenter geworden. Das ganze Video basiert überhaupt nicht irgendwie auf Science oder sowas. Das ist meine absolute ehrliche Meinung, meine Erfahrung und wie ich das komplett empfinde. Springen wir zurück zum Anfang. Es war der 17.01.2023. Da habe ich beschlossen, das erste Mal kalt zu duschen. Und seit dem Tag bis heute habe ich es jeden Tag gemacht, außer als ich krank war. Ich gehe dabei so vor, dass ich meistens erst reingehe, dann dusche ich mich warm ab, ja, dann wasche ich mich und so weiter und so fort. Und danach eine Minute bis zwei Minuten komplett kalt. Jetzt mag sich der ein oder andere vielleicht fragen, ja, wieso machst du das oder wie kam es überhaupt dazu? Ich würde sagen, der Hauptgrund war bei mir das Studium. So kam nämlich auch die Freiheit und mit der Freiheit auch die Faulheit. Ich habe mir eine eigene Wohnung gemietet. Und da ist das nicht so, dass dir dann einer sagt, yo, steh auf, mach dies, mach das. Und ich glaube, ich brauche es keinem zu erzählen. In der heutigen Zeit, ihr kennt das Problem mit den Handys. Man steht erstmal auf. Das Erste, was man macht, man greift zum Handy und dann checkt man erst. Man fängt an, rumzuscrollen. Und man kommt, das ist kein richtiger Start. Man fühlt sich sehr zerknittert und, also ich fühle mich so. Ja, ich habe mich so gefühlt. Und ich dachte, nee, Mann, da muss ich was ändern. Ich habe ein bisschen in der Uni reingeschissen und ich war eigentlich sehr unzufrieden. So der Drive im Tag, der hat mir einfach gefehlt. Also ich habe schon oft gehört, dass das mit dem kalten Duschen so ist, dass das hilft und ich dachte mir so, ja komm, probierst du es einfach mal. Schlimmer wird's nicht. Und am Anfang war es auch extrem schwer. Ich lag im Bett und ich dachte mir so, ey heute, Eduard, heute musst du es dir nicht beweisen. Heute brauchst du es nicht. Es passt schon, es passt schon. Aber nein, genau dann, wenn das passiert, da musst du es machen. Da musst du dich selber überwinden. Das ist dieser Prozess, auf den ich gleich noch zu sprechen komme. Genau dann, wenn du sagst, okay, jetzt brauche ich es eigentlich nicht und es dann doch machst, das macht was mit dir. Indem du das machst, setzt du dich bewusst Stress aus, ja, und du verlässt deine Komfortzone. Und wenn du erfolgreich sein willst, sei es im Sport, sei es im Beruf, Karriere, egal was, da wirst du nicht drum herum kommen, deine Komfortzone zu verlassen. Es wird irgendwann mal ein bisschen härter, ja. Mit so Sachen, da beugst du das schon mal vor und tust es dir einfach dann leichter. Vor allem auch die Sache mit dem Selbstbewusstsein. Also damit wirst du, also ich wurde sehr viel selbstbewusster dadurch auch. Natürlich auch durch das Training und wenn du Sachen immer erledigst und Sachen auch, die du auch gesagt hast, dass du die erledigst. Das macht natürlich auch was mit dir und du wirst dadurch selbstbewusster. Und kalt duschen ist natürlich eine Sache davon. Also wenn du sagst, ja, du bist ein Macher, du gehst kalt duschen und du ziehst das auch einfach durch, dann weißt du so, okay, diese Aufgabe habe ich gemacht, ich bin stolz auf mich so. Die nächste Aufgabe, easy, Bett machen, Haushalt, lernen, egal was. Die schwerste Aufgabe, das Unangenehmste meistens, ja, ist die kalte Dusche am Morgen. Und die hast du dann schon geschafft. Und das sind dann auch vor allem die Sachen, wo du dich nicht so aufraffst. Diese Kleinigkeiten, mal eine Mail schreiben, Haushalt oder Staubsaugen, Staubwischen, keine Ahnung. Die Sachen, die gehen, seitdem gehen die echt easy über die Bühne. Und noch ein Grund ist einfach hier das Gefühl. Es ist einfach, du fühlst dich fresh. Das ist ein Kickstart in den Tag. Danach brauchst du auch keinen Kaffee mehr. Den trinke ich zwar trotzdem, gehört zu meiner Routine, aber nicht, weil der mich wach macht. Das hat mich nie so krass bei Kaffee gefühlt, sondern einfach, weil ich den Geschmack mag. Also overall, alles in einem kann ich sagen, seitdem ich das mache, läuft es eigentlich bergauf. Natürlich, es geht immer mal so, aber die Kurve steigt zum Glück noch nach oben und ich frage mich noch, wie lange das noch so gut geht. Hoffen wir mal das Beste einfach und es ist einfach cool, dass ich dadurch gelernt habe, einfach noch mehr zu hustlen. Ich habe damit Erfolge in meinem Sport erzielt, ich habe Erfolge auf Social Media erzielt, habe meinen YouTube-Kanal gestartet und mir ein bisschen Strategie überlegt. Ist auch ein bisschen weird gerade auch. So, ich poste einfach alles auf dem einen Kanal, da muss ich auch noch ein bisschen was ändern, aber ja, so sieht das aus. Und ich denke, eine klare Sache davon, wieso ich das Ganze so geschafft habe und immer noch am Ball bin, ist einfach diese kalte Dusche am Morgen. Vielleicht denkst du dir jetzt, ja Mann, das hört sich gut an, wie soll ich damit anfangen? Oder hast du vielleicht mal ein paar Tipps? Und ja klar, Bro, ich habe mir ein bisschen was überlegt und hab das für dich vorbereitet. Du musst jetzt nicht alles auf eine Karte setzen und morgens aufstehen und direkt kalt duschen. Ja? Das ist wie so ein Eiertritt direkt am Morgen. Das braucht man nicht unbedingt. Ja? Du kannst ganz entspannt mit warmem Wasser anfangen. Ja? Waschen, alles gechillt. Und dann auf einmal zack kalt. Nicht langsam, sondern zack. Dieser Kick, den brauchst du nicht so langsam annähern, sondern boom und fertig. Das ist das, was dir den Kick gibt und das machst du dann am Anfang so eine Minute. Bei mir ist es auch heute immer noch so, ich mache das eine Minute bis zwei Minuten, aber meistens ist es wirklich eine bis eineinhalb Minuten. Es ist nur selten, dass es zwei Minuten sind. Und ungefähr 10 Mal in der ganzen Zeit habe ich direkt mit kaltem Wasser gestartet. Also ich mache das auch nicht so und das muss auch nicht sein. Tipp Nummer 2 ist, auch wie komisch das auch jetzt klingen mag, ich habe dabei gelacht. Es ist ein bisschen Psycho, ja, ich weiß, aber das ist einfach zu begründen. Das ist ein psychologischer Effekt, der da passiert, weil egal was du machst und egal wie scheiße das ist, mit einem Lächeln im Gesicht, denkt sich dein Gehirn, es ist leichter und das ist so ein Fake-Freuen und das hilft auch.
Ja, also es gibt auch nicht ohne Grund das Sprichwort fake it until you make it, und genauso ist das mit dem Lachen bei der kalten Dusche. Und dann kommt das auch langsam, ne? Und dann mache ich mir auch immer bewusst, Tipp Nummer 3, das Gefühl danach. Ich weiß, es wird jetzt erstmal hart, aber danach das Gefühl, das ist es wert, dass es so hart war. Wie auch immer, du musst es nicht machen. Ich wollte dir nur ein bisschen was von mir erzählen und du kannst es gerne probieren und schauen, ob du von diesen ganzen Vorteilen profitierst oder das Ganze verspürst. Das ist nicht bewiesen, das ist nur mein persönliches Empfinden, wie ich am Anfang gesagt habe. Wenn du jetzt denkst, ah ja, das ist ein bisschen interessant, ja, kannst du mir gerne auch auf Insta folgen. Da beschäftige ich mich zu Themen auch mit Sport, Ernährung und alles Ganze drum und dran. Kannst du mir gerne reinfolgen. Erster Link in der Beschreibung. Falls du so lange dran geblieben bist, wollte ich mich bei dir bedanken und ich sag dir nur, bleib stabil.